ohne Siegen wäre ich nicht beim Radio gelandet. Weil ich ja eigentlich da angefangen habe zu arbeiten und da alles machen konnte, Reporter sein konnte, angefangen habe zu moderieren. Das Coole war eigentlich, dass man viel ausprobieren konnte, selber irgendwie Kurzfilme drehen konnte. Bei Campus TV habe ich mitgemacht. Du konntest halt da alles ausprobieren, ne? Du konntest Regie machen, du konntest moderieren, du konntest irgendwelche Beiträge machen. Mich persönlich fasziniert, dass ich sowohl im Bereich der Lehre tätig sein kann, als auch im Bereich der Forschung. Nämlich auf der einen Seite wirklich mit jungen, engagierten Studenten, zum Beispiel im Bereich der Nanotechnologie oder der Terahertz-Technologie, neueste Forschungsgebiete betreten kann. Und die andere Seite ist, dass ich Maschinen zur Verfügung gestellt bekomme, die hochentwickelt sind, um sich diese Dinge auch gemeinsam zu erschließen. Neben den soliden maschinenbautechnischen Grundlagen vermitteln wir sehr praxisnah und forschungsintensiv. Was uns besonders hervorhebt weltweit, ist, dass wir die gesamte Kette von Material bis zur Fachkonzeption für den Lechbau entwickeln können. In meiner Doktorarbeit führe ich spektroelektrochemische Messungen durch, um optimale Elektrodenarchitekturen für elektrochemische Glucose-Biosensoren durchführen zu können. Das Ziel unserer Forschung ist es, das Leben für Diabetespatienten in Zukunft leichter machen zu können. Die Leute laufen eben durch die Stadt, machen ganz viele Fotos und laden dann die Fotos ins Internet. Bei Location Media geht es um orts- und situationsbezogene Medienforschung, was im Falle der Street Art eben optimal passt, weil Street Art eigentlich an sich auch eine orts- und situationsbezogene Kunst ist. Ich möchte mein Wissen und meine Begeisterung für meine Fächer weitergeben. Ich möchte dabei mit Kindern zusammenarbeiten und ihnen das mit auf den Weg geben, was meine Lehrer mir damals mit auf den Weg gegeben haben, dass die Naturwissenschaft der Alltag ist, der uns umgibt. In meinen Augen passt die Uni sehr gut zur Stadt und zur Region, denn die Uni bietet eine Vielzahl von wirtschaftswissenschaftlichen und technischen Studiengängen, die sehr eng mit den Unternehmen in der Region vernetzt sind. Und gleichzeitig gibt es ein großes Angebot an sozialwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Studiengängen, die ebenfalls wichtig für die Gesellschaft sind. Man lernt sehr schnell neue Leute kennen. Irgendwo ist immer eine WG-Party um die Ecke. Und wenn man nach der Party irgendwie noch weiterziehen möchte, dann gibt es da auch genug Möglichkeiten. Ob das kleine Konzerte sind, wo 50 Leute im Raum sind, oder ob man tanzen gehen will. Also als Student lässt sich hier definitiv ganz gut aushalten. Ich denke, dass Universitäten Freiräume für die Entwicklung von wissenskritischen Potenzialen sein und bleiben müssen. Auf der anderen Seite haben Universitäten natürlich die Aufgabe, in höchstem Maße Wissen weiterzuentwickeln, das heißt die Wissensgesellschaft immer weiter nach vorne zu bringen, durch neue Fragen, neue Antworten und wieder neue Fragen.